Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Wir machen weiter mit dem Alten hier. Und quatschen mal den, was hat er denn für uns? Stuff, my guy. Winja Kwaifa, Tachisla Tachicham, Winja Badaha, Madame Shidao-san. Ja, mit deinem Arm, ne? So, wir haben jetzt eine Möglichkeit, hier seine neue Hütte zu bauen. Das machen wir auch direkt. Dann bauen wir ihm also quasi mal kurz eben eine neue Hütte. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, Rohstoffe zu farmen. So, Vereine, die werden ja. Die werden jetzt in ganz Euros verteilen. Finde und rette sie, um deine Dorfbevölkerung zu erweitern. Drücke, ja, Touchpad und wähle das Dorfmenü, um deine Bevölkerung zu sehen. Wenn deine Bevölkerung wächst, kannst du neue Hütten errichten und sie verbessern, um neue Fähigkeiten, Waffen und Handwerksrezepte freizuschalten. Okay. Ja, was würde es das kosten, das Ding hier noch hochzuentwickeln? Nordton brauchen wir 10, Nordschwarzstein, Höhlenbärenfell und die Bevölkerung haben wir ja schon voll, genauso wie die Nordsee dann auch. So, wir haben wieder eine neue Fähigkeit. Ja, bitte. Die Jagdfähigkeit. Wir haben eine weitere Jagdfähigkeit freigeschaltet. Okay, wunderbar. Was hast du noch für uns? Smaika! Mubaldamchi Tatista! Nota Bals Nago Tatica! Kannst du mir diesen Spitznamen einfach mal weglassen, bitte? Schwaldam darfam qua. Du hast Nago. Why the da? So, Nago. Warte, ja. Ey, weg. Ja, selber schuld. Faran, Parton. Uraf, Nago, Bauga. Faran, Parton, Schwada. So. Ja, selber schuld, wenn man mit dem Ding rumspielt. Sollte man jemanden machen, der zwei Arme hat. So, wir haben eine neue Mission bekommen. Der Euros gefüllt. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Die ist. Warte mal, wo ist denn die überhaupt? Große Dava-Bollwerk. Das heißt, die ist da oben. Gut, dann machen wir so eine Mission. Das sind einfach ein paar Meter jetzt gerade nochmal. Also wir müssen auf jeden Fall da irgendwie hin. Das Gute, wir haben ja den Bären. Dann reisen wir da hoch. Oder beziehungsweise machen uns da langsam hoch auf den Weg. Hoffentlich mit unserem kleinen tierischen Begleiter. Der läuft irgendwo da unten rum. Warte mal. Ah, so könnte man die Bestie wiederbeleben. Okay. Bisschen Wolf tot. Rot unverfügbar. Ich will auf jeden Fall einen Säbelzahntiger, das ist klar. Schleichenbär, Stärke der Säbelzahntiger. Den Säbelzahntiger will ich auf jeden Fall. Wo ist der Narbenbär? Säbelzahntiger auf jeden Fall. Er hat nämlich ein bisschen mehr als der Wolf, als der Bär. Der ist besser. Okay, auf geht's. Warte mal. Ich mache mir mal einen Köder. So, jetzt kann ich mir nämlich auch genug Bär, Dings machen gerade. Habe ich nämlich 16 Pfeile. Vorher waren es nämlich nur 8. Die sind im Kampf immer so schnell leer. Das heißt, wir brauchen wieder neue Rohstoffe. Rohstoffe. Und die finden wir zum Beispiel hier. Moin. So. Gib mal her. Warte mal, ich habe was vergessen. Und zwar, da hinten ist noch irgendwo ein Alderholz.
Nehmen wir mit. Achso, das sind nur die eigenen Spuren gewesen. Okay, nichts Dramatisches. So, wir sollen aber weiter. Wir müssen weiter auf jeden Fall Holz sammeln. Also, wie gesagt, immer wenn ihr Holz seht, und deswegen war gesagt, ist es sehr, sehr wichtig, alles an Rohstoff mitzunehmen. So kann man so einfach bei ihm kurz die Holz machen. Wir haben zum Beispiel die eine Hütte auf vollem Abge. Wir haben zum Beispiel die eine Hütte schon mittlerweile auf dem vollen Update. Sekunde, es ist mein eigener Beschützerinstinkt, dass ich jetzt gerade. Warte mal, ein bisschen hoch da. Wie gesagt, wenn man selber zwei Tiger sehen, dann werde ich mir auf jeden Fall holen statt den Bären. Höchste Winde, die Angreifer abzuwehren. Geh mich auf den Piss. So, geschafft oder was? So, bist du jetzt wieder gut drauf oder läuft da irgendwo noch mehr rum? Also, wir sind soweit schon durch. Okay. Einmal. Wir kriegen ja nicht gelootet oder was? Ah, der kriegt doch. Was ist da eingelaufen? Achso, so. Keine Ahnung. Du willst eh bitte bereuen. Okay. Da. Gut. Gut, gut. Wollen wir ihn suchen? Ja, der möchte noch gesucht werden. Was auch mal dabei hat, nämlich. Aber dafür mehr. Ja, mit meinem Bärchen legt ihr euch nicht an, ne? Das traut ihr euch nicht. So, kann ich hier mal noch looten? Weil da kriegt hier nicht irgendwas rum. Hallo Bärchen. Hier liegt der Kollege. Was hast du nur jetzt da drin gehabt? Nichts weiter da, manches. Okay. Na gut, dann geht's weiter. Unsere Reise. Eigentlich war ein anderer Weg jetzt der richtige. Wir sind so wieder hoch oder so. Oder dahin. Achso, das sind irgendwelche. Warte mal. Da ist doch Schiff. Da haben wir ja so ewig mal nachgesucht. Das sind Freunde. Okay. Da ist noch mehr Schiff. Wer weiß, wofür das am Ende mal gut ist. Noch mehr. Du bereut es eh, haut ab von mir. Ihr bereut es eh am Ende. Noch wieder ein bisschen Holz mitnehmen. Die Frage ist, muss ich da. Also, wahrscheinlich mit der Kralle. Ist mal so meine Vermutung. So, wir müssen da irgendwie jetzt in das Zuggebiet, der Orosgipfel. Nutze die. Ja, war mir eine Überraschung. Wir sind irgendwie da hoch, glaube ich.
Step by Step. Hier kann ich mein Bierchen leider eh nicht gebrauchen, weil er nicht so gut klettern, im Klettern ist. Die seltenen Adlerfedern für Voga zu finden. Immer. Und die Frage ist, wie komme ich da... Okay, da komme ich nicht ran. Ich muss ja mal gerade kurz eine Wegmarkierung setzen. Keine Wegmarkierung setzen, sondern ihr wisst, was ich meine. Der Greifhaken, da will ich hoch. Natürlich jetzt sich alles anders. Okay, da geht's weiter. Ja, da komme ich nicht hoch, ne? So weit. Scheiße. Ja. Warte mal, da müsste auch irgendwie hin. Hier ist, hier geht's weiter. Uiuiui. Meint ihr, der findet. Meint ihr, der findet das lustig? Also, wir haben ihn schon. Nummer 1. Also, zumindest eine von 4, oder? Naja, keine seltene Adlerfeder. Schade. Das war keine. Seltene. Hier geht's nicht weiter. Warte mal, wo war der Weg? Da war gerade irgendwas. Da. Die Frage ist. Moment. Nein. Warte mal. Seltene Feder nimm. Nummer 1. Weil da unten scheint wieder ein bisschen Action zu sein. Aua. Oh, oh. Komm ich da nicht hin?
Ich vermute, dass wir da hoch müssen, irgendwie. Jawohl. Sind wir jetzt aber hochgekommen? Step by Step da hoch, also das ist das Problem an den Sachen. Okay, da kann man. Da kann man tatsächlich her. Okay, da kann man eh rüber gehen. Also kann, müssen wir da wieder hoch irgendwie. Weiter oder was? Okay, den Horst haben wir, oder beziehungsweise dieses Nest haben wir schon abgearbeitet. Okay. Nicht hin, ne? Da kann man nicht runterspringen, oder? Sonst wäre es ja der Plan, darüber zu spüpfen. Eventuell da und dann da hoch. So, ich glaube, hier kann man ja her, oder? Oder sehe ich das etwa falsch? Ja. Okay, dann wieder oben. Hopp. Zu dem. Können wir nicht, da kann man nicht ran, ne? So. Okay, wie komme ich. Warte mal, hat er gerade was angezeigt da oben? Ja, hat er. Muss ich nur richtig passen jetzt. Heps. So. Und hep. Und hep. Leck mich doch. Oh ja, hab ich den gewischt noch. Ja, ich hab ihn sogar erwischt. Nummer 2. Wunderbar. Tasche voll, du kannst nichts nehmen, ja, aber ich habe eine Überraschung. So, die Frage ist, wie geht's weiter? Gehen wir jetzt hoch oder was? Oder müssen wir da hoch irgendwie? Ja, müssen wir hier hoch anscheinend. Step by step. Warte mal. Ich habe das Gefühl, dass mich gerade was angreifen will. Hier muss ja was sein. Guck mal, seltene Feder Nummer 3.
Scheiße. Gut, dass ich noch ein bisschen was Holz habe. Ja. Okay, der ist nicht. Ja, der ist egal, eigentlich gerade. Die Frage ist, wie geht's weiter? Ohne dass ich mich jetzt die ganze Zeit mit dem scheiß Adler da aufhalte. Ist, wo geht's hier wirklich weiter? Ich meine, wir können ja theoretisch versuchen, hier runterzukommen. Die Frage ist, ob es wieder hochgeht auch. Scheiße, die haben wir schon abgearbeitet, die Federn. Wo ist das Ding? Wo greift der jetzt wieder an? Der fliegt die ganze Zeit über uns, ne? So, da, also gut, da sind wir eben runtergegangen. Okay, da müssen wir jetzt wieder hoch, eigentlich. Da oben sind die letzten, vermute ich mal. Die habe ich vorher nicht gesehen. Das ist nämlich der Geh mir auf den Sack, Alter! Der Weg ist Missvieh. Ab! Ich muss jetzt wieder runterkommen irgendwie, ne? Treffer versenkt. Mein Gott, gehst du mir auf den Sack, Alter. So, Federn gesammelt. Perfekt. Oh, oh. Oh, oh. Das wird nicht gut enden. Die Frage ist, ja, gut, wir stehen wahrscheinlich eh wieder oben. Ja, nervig noch. Das ist doch nicht normal, ne? Die Frage ist jetzt in den... Alter. Eins von drei. Einer muss jetzt... Warte, wo ist der? Irgendwas greift jetzt an gerade, glaube ich, oder? Zweifach versenkt, Nummer zwei. Noch fehlen noch zwei. Ich will die Viecher erstmal wegkriegen. Weil die mir gerade ziemlich auf den Piss gehen. Ich weiß nicht, von wo der vor allen Dingen angreifen will. Ist von wo will ich komme ich wieder runter? Da unten ist der. Okay, die kreisen hier unten rum. Die Frage ist, wie zur Hölle komme ich hier wieder runter? Heile vor allen Dingen. Hier? Ja. Der Horrorsgefäll abgeschlossen. Oh, tschüss. Nein, ich war eigentlich der Plan. Ein anderer Plan. Ich wollte eigentlich hier...
So, ist das, glaube ich, der endgültige Weg nach unten, oder was? Ja. Super. Und jetzt? Kriege ich den gelöst, wenn ich... Ich hoffe, dass ich den überlebe. Nein, natürlich nicht. Das ist ja eine Überraschung, dass ich den nicht überlebe. Aber wir sind unten, vermute ich. Gut. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal Feierabend in der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Unter welchen ist wieder? Bei Let's Play Far Cry Primal. Tschüss.